So, Freunde des Wahnsinns, willkommen zurück. Heute schauen wir mal, ab wann die Leitungen genauer kaputt gehen. Ihr seht, ich habe jetzt hier so einen kleinen Testaufbau. Ich einfach Liquid Pipe. Hier pumpe ich jetzt Druck rein. Wir hören schon, ab 5 Megapascal fängt es an zu quietschen, macht er komische Geräusche. Aber die Leitung geht noch nicht kaputt. Und jetzt schauen wir mal, wann der Wert ist. Wir erhöhen das jetzt mal auf 5,5. Das sieht immer noch gut aus. Wir können mal ein Stück warten. Ich mache mal ein Minütchen Pause und dann schauen wir mal, ob das in der Minute immer noch in Ordnung ist. Bis gleich. Also, da sind es bestimmt 2, 3 Minuten vergangen. Da passiert gar nichts. Ich habe den Verdacht, dass es bei 6 losgeht. Aber wir gehen jetzt mal hoch auf 5,9. Schauen wir, wie es hier ausschaut. Es wird kein Schaden angezeigt, aktuell noch. Wir warten noch mal ein Stück, um ganz sicher zu gehen. Bin gleich wieder da. Also, wie erwartet, bei 5,9 passiert gar nichts. Die Leitungen sind noch alle in Ordnung hier. So, dann gehen wir mal auf 6 Megapascal. Denke, dass 6 wahrscheinlich auch noch in Ordnung ist. Gehen wir auf 6,1. Scheint ihm auch noch nichts zu machen. Ja, genau, 6,2. Ah, da habe ich was gehört. Okay, ich gehe wieder zurück auf 6,1. Ah, da geht's weiter. Okay, gehen wir auf 6 runter. Okay, 5,9. Steigt immer noch. Ja, wenn er einmal anfängt, dann geht er durch, oder wie? Jetzt hört er nicht mehr auf. 5,7. Achso, ich krieg den Druck jetzt auch nicht mehr raus. Das ist natürlich. Okay, Sekunde, ich baue noch eine Pipe dran. So, jetzt haben wir 5,7 drin. Also bei 5,7 geht es nicht weiter. Wir gehen mal wieder hoch auf 6. Sind drinnen. Also steigt es hier nicht weiter an. Dann nochmal 6,1. Passiert nichts. 6,2, da geht's los. 6,2 ist der Punkt. 6,1 ist noch in Ordnung. Ich mache noch meine Pipe dran. So, jetzt haben wir 6,1 drin. Und es steigt nicht weiter. Jetzt machen wir es ein bisschen präziser vielleicht. Es ist ziemlich genau 6,1. Also ihr seht auch, wenn ich nur ein bisschen drüber bin, also 6,1 Megapascal, dann ist hier Schicht im Schacht. Das ist die äußerste Grenze, die man machen kann. Stirb!
stirb schneller. Ja, okay, ein weiteres Rätsel gelöst, würde ich sagen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.